Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dem, ach du meine Güte, ich weiß, dass ich es spätestens 5 Minuten nach diesem Video bereuen werde, dass ich dieses Video überhaupt gedreht habe. Aber es geht weiter, wie versprochen, mit dem Catrice Update 2020 Teil 2. Es sind einfach so verdammt viele Produkte in diesem Sortiments-Update und in diesem Video wird das Ganze eher so ein bisschen pragmatischer. Praktische? Ich weiß es nicht. Ich kann kein Deutsch. Hallo? Wir swatchen alles, was es für die Lippen gibt, auf meinen Lippen. Es sind, glaube ich, 20 verschiedene Lippenstifte, Lipglosse, alles Mögliche. Wir schminken wieder zwei verschiedene Looks auf den Augen. Und ich zeige euch nochmal ein paar Produkte, die ich euch im letzten Video noch nicht gezeigt habe. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, es ist einmal hier oben in der Ecke verlinkt. Beziehungsweise, es war das Video von Freitag. Also, wenn ihr zurück auf meine Videos geht, das direkt darunter. Ja, Freunde, es ist alles ganz spannend. Ich bin sehr aufgeregt und irgendwie ganz faszinierend. Ich fange als erstes an mit den Produkten, die ich vorab schon benutzt habe. Und zwar gibt es zwei neue Skincare-Produkte. Und das ist einmal das Pore Minimizing Serum mit 10% Niacinamid. Das ist etwas, was total durch die Decke gegangen ist von The Ordinary. Das gibt es jetzt auch von Catrice. Hier sind 30 Milliliter drin und das Ganze ist vegan. Das kann man morgens vor dem Make-up und abends nach der Reinigung aufs Gesicht geben. Das blurrt so ein bisschen und langfristig sorgt es auch dafür, dass eure Poren einfach ein bisschen reiner werden und eure Haut ein bisschen reiner wird. Ein weiteres Produkt, was ich persönlich jetzt noch nicht getestet habe, ist das Glow Overnight AHA Peeling mit Glykolsäure. Auch das gibt es jetzt neu. Das ergänzt so ein bisschen diese Hyaluronreihe und es gab auch, glaube ich, so ein Vitamin C Serum aus dem vergangenen Update. Das Ganze wird so ein bisschen in diese Skincare-Richtung aufgebaut. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr Glykolsäure nehmt, benutzt Sonnenschutz. Generell benutzt Sonnenschutz, aber vor allen Dingen, wenn ihr mit Serien arbeitet. Bitte, bitte, bitte benutzt Sonnencreme. Finde ich cool, dass es das jetzt gibt. Ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht probiert, aber ich gebe euch da definitiv ein Update, wenn ich das getan habe. Und dann gibt es ganz, ganz viele Nagellacke. Ich trage keinen Nagellack, deswegen kommt das alles direkt so in die Verlosung und auch alle anderen Produkte, die ich nicht benutzt habe jetzt, kommen in eine Verlosung. Die Lippenprodukte, die swatche ich auf meinen Lippen, die kommen natürlich dann nicht in eine Verlosung. Die gebe ich dann Freunden, die damit kein Problem haben. Aber ich möchte im Moment oder generell auch nicht, dass ihr das, was ich auf den Lippen hatte, bei euch auf den Lippen habt. Auch wenn man es sauber machen kann. Da bin ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Ich zeige euch ganz kurz die Nagellacke. Denn da gibt es ein paar. Wir haben hier einmal einen metallischen Nagellack und dann gibt es viele andere einfarbige Lacke. Wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Das sollen Gellacke sein. Wir haben hier so ein schönes Hot Pink fast, ein bisschen was Softeres, also alles eher so in die rote Richtung. Es gibt aber auch einen sehr, sehr schönen Pflaumeton. Der gefällt mir persönlich so fast am besten. Sehr, sehr kühl, aber doch erwachsen. Und dann gibt es einen anderen Pflaumeton und ein Cuticle Remover. Finde ich auch gut. Ich liebe Cuticle Remover. Das kann man sich hier so auf die Nagelhaut machen und dadurch wird das Ganze so ein bisschen softer und weicher. Die Eyebrow Definer hatte ich euch auch schon gezeigt. Hier könnt ihr einfach nochmal alle Farben sehen. Wir haben Blond, wir haben Medium Brown, wir haben Chocolate Brown und wir haben Ash Brown. Also eine wirklich gute Farbauswahl. Ich persönlich benutze ja den hellen und den ganz dunklen. Den hellen für hier vorne und den dunklen für den äußeren Teil meines Auges. Auch sehr, sehr gute Produkte. Ich habe es damals schon gesagt, ich mag die Produkte gerne für, ja, also so für die Kontur hier unten und um die Härchen dann einzuzeichnen, benutze ich den neuen von Essence. Der ist wirklich, wirklich gut. Ich habe ganz viele Nachrichten schon von euch bekommen, dass ihr euch den auch unbedingt haben wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Jetzt, Freunde, wird es ein bisschen spannend. Es gibt zwei Lidschattenpaletten, die ich euch jetzt erstmal schon mal zeigen möchte. Es ist nämlich die Clean ID-Reihe. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da legt Catrice besonderen Wert darauf, dass die Verpackung ökologisch korrekt ist, dass sie, oder noch besser ist, was heißt ökologisch korrekt, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass das Ganze sehr umweltschonend gemacht wird. Auch die Inhaltsstoffe sind frei von Mikroplastikpartikeln. Und die sind beide vegan. 91% natürliche Inhaltsstoffe. Ich habe hier einmal die Palette Nummer 020. Das ist eine sehr, sehr schöne, ja, neutrale Palette. Eher so in die braune Richtung. Passt schon so ein bisschen zum Hintergrund und zu dem ganzen Vibe hier. Es gibt aber noch eine andere. Die finde ich persönlich auch ganz süß. Die ist eher so ein bisschen süßer. Also so ein bisschen kühler, nicht ganz so Warmtone-mäßig.
für, ja, vielleicht wenn man abends so ein bisschen schicker sein möchte, aber trotzdem nur so einen Touch von Lidschatten auf den Augen haben möchte. Falls ihr ein bisschen mehr wollt, dann gibt es natürlich diese Five in a Box Lidschattenpaletten, die hatte ich euch in dem Video von neulich schon gezeigt. Aber es gibt noch mehr Lidschattenpaletten. Also Catrice hat wirklich Lidschattenpaletten rausgehauen diesen Monat, das ist unglaublich. Und das ist, wow. Hier haben wir einmal die Kakaopalette. Auch die ist so ein bisschen kühler und so ein bisschen in die Rosenholzrichtung. Erinnert mich jetzt persönlich nicht ganz so an Kakao, aber sieht ganz süß aus. Ich mag diese kleinen Travel-Paletten sehr, sehr gerne. Sie sind sehr, sehr praktisch tatsächlich, weil sie klein sind. Sie sind sehr stabil. Da geht nichts kaputt, wenn sie auch mal runterfällt. Wir haben die Earth-Palette. Auch hier steht drauf, dass es eine Neuformulierung ist. Ohne Mikroplastikpartikel. Alle drei, glaube ich. Ja, alle drei sind ohne Mikroplastik. Bombastisch gut. Das ist die Earth-Palette, auch eher so ein bisschen mit Gold und so einem Anthrazit-Schwarz. Dann haben wir hier einen Highlight-Ton und einen Base-Ton. Also diese Paletten sind sehr, sehr anfängerfreundlich, würde ich sagen, so vom Aufbau her. Und dann eine, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das ist die Nude-Palette. Und die ist eher so ein bisschen wärmer. Aber wenn ich ehrlich sein darf, die Namen verstehe ich nicht ganz so, weil irgendwie, sie sehen sich alle doch recht ähnlich aus, aber irgendwie auch nicht. Aber das würde ich eher nicht als Nude bezeichnen, weil hier durch dieses Hot Red sehr pigmentiert. Schaut euch das mal an. Krass. Weiß ich nicht. Also würde ich persönlich nicht als Nude beschreiben. Wir probieren die aber gleich aus. Lip Liner sind auch am Start. Und zwar einige Sekunde. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neue Lip Liner und ich zeige euch die Farben einmal hier. Einem intensiven Rot über einem schönen Pink zu eher so neutralen Nude-Tönen, alles mit dabei. Ich benutze die jetzt nicht, ich gebe die euch gleich mit in eine Verlosung, weil ich habe so viele Lip Liner. Aber das Spannende bei den Lip Linern ist, dass sie einen Plumping-Effekt haben. Da ist nämlich Minzöl drin und das sorgt schon mal vorab so ein bisschen, dass sich das Ganze ganz leicht, ja, so ein bisschen aufpolstert. Dafür gibt es aber noch ein weiteres Produkt. Und das möchte ich jetzt live mit euch ausprobieren. Das ist nämlich das Better Than Fake Lips. Ein Plumping Lip Primer. Finde ich super, super spannend. Der soll nämlich Multi-Benefit Lippengrundierung mit Volumeneffekt kühlt und pflegend, schnell trocknend mit sofortigem Volumeneffekt. Mit Volulip Trademark von Sederma Vitamin E, Avocado und Mandelöl, enthält Menthol und Chili-Extrakt, nicht auf gereizte Lippen auftragen. Das steht aber meistens immer drauf. Packaging wirklich sehr süß. Ich finde generell, das ganze Design der neuen Produkte ist sehr erwachsen geworden. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Das Füßchen ist so ein klassisches Lipgloss-Füßchen, hat gar keine Farbe, ist extrem leicht. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber meine Lippen werden sofort so ganz leicht ein bisschen pinker. Das liegt nicht daran, dass das so ein, nicht diesen, der auf den pH-Wert der Haut reagiert, sondern einfach, weil die Lippen so ein bisschen besser durchblutet werden. Finde ich eine schöne Sache. Ich mag sowas gerne vor der Benutzung von Lippenprodukten. Ich mache meistens ein Peeling, wenn ich Liquid Lipsticks trage und dann gebe ich Pflege auf. Entweder aus der neuen Reihe gab es diesen mit Hanföl Lip Butter Stick, sehr, sehr gut. Den habe ich sehr, sehr gerne gemocht beim ersten Video. Das fühlt sich gut an und das wird tatsächlich jetzt so ein bisschen matt und sieht ein bisschen gesoftet aus. Das ist ja verrückt. Ein weiteres Skincare-Produkt habe ich hier nämlich auch noch und das ist das Hydro Depuffing Serum. Das soll man sich unter die Augen geben können. Da ist 1,5% Hyaluronsäure mit drin und das kommt mit so einer kleinen Metallkugel. Und wenn ihr das unter den Augen aufgebt, es kühlt sofort. Also selbst hier auf meiner Handfläche fühlt sich das extrem gekühlt an. Auch das habe ich vorhin schon benutzt. Ich konnte perfekt Make-up rübergeben. Also es war gar kein Problem. Und fühlte sich wirklich schön erfrischend an. So war es, wenn es jetzt doch nochmal wieder ein bisschen wärmer wird. Oder generell, wenn man abends vielleicht ein bisschen viel Salzbrezeln gegessen hat, ist sowas immer richtig gut, damit das Ganze so ein bisschen depuff wird. Für einen kleinen feuchten Effekt. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Ja, Freunde, und dann die Lippen, ne? Ich habe mir überlegt, dass wir bei dieser Kategorie den Lippenstiften Lip Swatches machen. Die Verpackung ist so wunderschön und die Farben sind auch alle wunderschön. Das sind so Nude-Farben, sehr erwachsen. Ich denke mal, das wird so ein Full-Satin Nude Lipstick, genau. Vegan sogar. Ich glaube, wir sind alle vegan. Ich habe euch hier einmal abgefilmt, wie die Lippenstifte aussehen. Ich hatte sie einmal aufgebracht, damit ihr sie schon mal so von vorne sehen könnt. Und ich würde vorschlagen, wir swatchen jetzt einfach mal alle, weil
Bei so Lippenstiften finde ich es immer ganz besonders schön, wenn man weiß, wie die wirklich auf den Lippen aussehen. Ich glaube, es sind alle Farben, es sind nämlich 5 Nude-Farben und ich fange einfach als erstes mit der Farbe 010 an. Und wenn ihr ein bisschen näher dran seid, könnt ihr das gut sehen. Also meine Lippen fühlen sich tatsächlich echt spannend an, denn durch diesen Blurring Primer ist das richtig cool geworden. Also das ist ein sehr, sehr heller Nude-Ton. Geht gar nicht bei meiner Lippenfarbe, finde ich. Aber ich finde so als Topper fürs Zentrum oder so eine sehr, sehr schöne Sache. Sieht verrückt aus. Ja, nee, also das ist so ein bisschen schwierig, die Farbe, ne? Aber gut. Vielleicht kann man das so ein bisschen mischen oder das als Highlight, wie gesagt, aufs Lippenzentrum für so einen Kim Kardashian-Look. Oder wenn ich jetzt mit einem Lip Liner dann nochmal drum gehen würde, wäre das Ganze, glaube ich, ein bisschen schöner. Wie gesagt, ich swatche jetzt einfach nur einmal für euch, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Farben auf den Lippen aussehen. Dann haben wir einmal die Farbe 020. Das ist eine wirklich sehr, sehr schöne Nude-Farbe. Die ist nicht ganz so weiß, aber ein bisschen kühler. Und ich finde, es fällt mir gerade auf, das habe ich eben, glaube ich, nicht gesagt, wenn ihr nude-farbene Lippenstifte verwendet, benutzt am besten immer ein Lip Liner, der ein Stückchen dunkler ist. Also der kann wirklich ein Stückchen dunkler sein, blendet die Kontur dann ein, weil dann sieht das, je nachdem wie eure Hautfarbe ist, nicht immer ganz so verrückt aus, so wie beim ersten Lippenstift. Sehr, sehr schöne Farbe, fühlen sich sehr gut auf den Lippen an. Sehr leicht, sehr, sehr cremig. Die 030. Ich glaube, das ist meine Lieblingsfarbe. Das ist Lieblingsfarbe. Sehr, sehr schön. Dann habe ich einmal die 040. Das ist einfach 1:1 meine Lippenfarbe. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und zu guter Letzt haben wir noch die 050. Und das ist ein sehr intensives, ja, schon fast so ein Rot, würde ich sagen. Auch ein sehr, sehr schöner Ton, ein bisschen kräftiger, aber trotzdem noch ganz erwachsen, oder? Süß. Okay, ich würde vorschlagen, ich lasse den einmal kurz drauf. So habt ihr jetzt so ein bisschen Eindruck bekommen. Also wie gesagt, die Lip Liner passen auch so ein bisschen zu den Lippenstiften. Finde ich super. Das macht das Ganze immer so ein bisschen einfacher. Es gibt Glosse und die swatche ich euch jetzt nicht alle. Ich zeige sie euch einfach nur nochmal. Das sind die Powerful 5 Liquid Balms. Das ist eher so wie so ein Lip Gloss, I guess. Mit Hyaluron und Vitamin E, Shea Butter, Grüntee und Goji-Beere. Ich trage jetzt einfach mal die Farbe Glossy Apricot einfach oben rüber. Richtig schön. Ist so ganz zarter Schein. Mega. Gefällt mir richtig gut. Was sagt ihr? Also, richtig cool. Davon gibt es ganz, ganz viele Farben. Wo ich mich auch sehr drüber freue, ist, dass der Volumizing Extreme Lippenbalsam wieder zurück ist. Der hat auch so eine ganz, ganz zarte Farbe. Und was auch wieder da ist, in verschiedenen Farben mit wirklich Farbe, auch da habe ich einen schon getestet, sind die Volumizing Lip Booster. Auch hier richtig, richtig schön. Jetzt, Freunde, seid ihr schon so schön nah dran. Wir zaubern was auf die Augen. Auf der einen Seite benutze ich die Clean ID Lidschattenpalette. Das ist die Nummer 020 und ich gehe jetzt erst in dieses Beige. Das ist wirklich eher so eine softe Palette für sehr subtile Looks. Das ist genau meine Hautfarbe, diese Farbe. Deswegen sieht man jetzt kaum was. Deswegen dunkle ich das Ganze gleich nochmal mit der Farbe hier ab. Die lassen sich sehr leicht verblenden, weil die Pigmentierung halt wirklich recht soft ist. Ne? Also das ist nicht jetzt hier Boom. Darum geht es nicht bei der Clean ID-Reihe, sondern es geht wirklich um das Produkt an sich. Und dunkle das Ganze noch weiter ab. Ja, ist jetzt, wie gesagt, ein sehr, sehr softer Look. Sehr schlicht, sehr erwachsen. Ich nehme meinen Finger, gehe in diesen Schimmerton. Der fühlt sich extrem weich an. Und dann in den helleren hier vorne. Ja, also das ist jetzt eine sehr, sehr softe Palette. Ja, für jemand, der wirklich ohne Probleme weiche Looks haben möchte, sind das tolle Paletten, sehr, sehr einfach zu benutzen. Und ihr seht, ich kriege ja innerhalb von 2 Minuten einen schönen Look hin. Auf der anderen Seite benutzen wir die Earth Palette hier. Das ist diese hier, die ist so ein bisschen mehr, ja, dunkel. Schwarz und Gold. So seht ihr die Farbe richtig gut. Ich gehe als erstes in diesen Ton hier rein. Lade den Pinsel gut auf, der sieht auch wirklich voll aus. Und setze mir die Farbe schon mal hier hin. Okay, auch das ging wirklich sehr, sehr einfach. Das Schöne bei diesen Paletten ist halt, dass sie sehr schnell funktionieren und die kann man mal so schnell in die Tasche schmeißen oder für einen Urlaub. Auch eine sehr schöne Farbe. Mir ist nur das Schwarz jetzt dafür dann doch ein bisschen zu gefährlich. Deswegen nehme ich aus der Kakaopalette
den Ton hier und dunkel mir das hier außen nochmal so ein Stückchen ab und in der Crease. Ich liebe die Lippen gerade. Das fühlt sich so schön saftig und plump an. Ist jetzt vielleicht nicht die optimale Farbe zu diesen sehr, sehr erwachsenen Looks. Aber ich finde, Catrice ist recht erwachsen geworden. Also es ist nicht mehr dieses sehr bunte, sehr aufgeregte. Dafür sind die Limited Editions und Online-Exclusives da. Lasst es euch gesagt sein. Die Standardprodukte im Sortiment in der Drogerie sind sehr, sehr alltagstauglich. Und das finde ich gut so. Ich nehme wieder meinen Finger und gehe hier in diesen Goldton. Auch der fühlt sich butterweich an. Und sieht richtig schön aus. Schau mal, wie schnell und einfach man damit wirklich alltagstaugliche und tragbare Looks machen konnte. Das ist einmal der fertige Look mit den neuen Catrice-Produkten. Ein paar Sachen habe ich euch aber noch gar nicht gezeigt. Es ist, wie gesagt, extrem viel. Also seid gespannt, wenn die Drogerie umgebaut wird. Es ist alles anders. In der Clean ID-Reihe gibt es übrigens auch noch passende Lippenstifte dazu. Auch wirklich schöne Farben, die so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen was Poppigeres. Also finde ich super. Die sind nämlich auch glutenfrei und vegan mit 95% natürlichen Ingredienzen und die haben halt wirklich so einen krassen Schein. Also die sehen auf den Lippen fast so aus wie das, was ich jetzt schon auf den Lippen habe mit dem Gloss. Aber diese Nude-Lippenstifte waren fantastisch. Eyeliner-Freunde gibt es auch. Wir haben einmal einen Brushliner Long-Lasting mit Kokosnusswasser und einen Waterproof-Eyeliner. Ich zeige euch einmal kurz die Spitze. Da ist nämlich auch kein Mikroplastik drin, keine Parabene, keine PEGs. Und das Bürsten ist okay, das ist wirklich extrem fein. Damit würde ich sogar jetzt einen Eyeliner ziehen können. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich hoffe, ihr hattet diesmal ein bisschen Spaß, denn es war eher so ein bisschen schlichter und eher so, ich zeige euch einfach die Produkte, die es hier gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns bei einem neuen Video wieder auf meinem Kanal. Und bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.